Ein Video von Tim Gabel, was ich mir gerne angucken würde, weil Podcasts von ihm haben wir uns bereits auch reingezogen. Gab es viele interessante Zuschauer, ich schon sagen, Gäste, wie zum Beispiel Urs war da, Christian Eckerling war da, Edmond war da, viele waren da und wir gucken uns jetzt, was für Panikattacken von was er da berichtet. Let's go. Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Moin. Willkommen zu einem neuen Video, was ich jetzt tatsächlich das vierte oder fünfte Mal versuche aufzunehmen. Nee, PTs gebe ich gar nicht mehr, mein Lieber. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Es ist etwas Persönliches, weil in den Podcasts ist nicht wirklich, sage ich mal, der richtige Moment, um darüber zu sprechen. Manchmal habe ich es angeschnitten, aber nie in der Tiefe wie ich. Danke dir, der Friseur hier, der TÜV-Meister, ist gar nicht mal so übel in Polen. Der ist echt Ich gut. persönlich gerne darüber reden wollen würde. Ich habe euch ehrlich gesagt sehr viele Dinge zu sagen. Ich will es heute bei einer Sache erstmal lassen, weil es mir wirklich, also es ist mir wichtig, die loszuwerden, weil ich nie den richtigen Rahmen gefunden habe und jetzt quasi. Ey, Freunde, wisst ihr, wie viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwelche privaten psychischen Probleme haben, worüber die überhaupt nicht reden, was wir niemals denken würden? Testo Kalle auf Malle, danke fürs Prime-Abo. El Kronos 23 ebenfalls. Ich danke euch, Freunde. Habe ich gesehen, ja, die Form von Urs. Durch die Podcasts eben, ja, dort hat's, das war nicht der Platz dafür. Und zwar, ich habe ein, ich sag es mal, ziemlich krasses Panikattackenproblem. Was versteht man genau unter Panikattacken, Freunde? Ich stelle mir das gerade so vor, wie zum Beispiel für mich schlimmste Situation, Panikattacke, wenn ich im Meer wäre und da einen weißen Hai sehen würde. Dann würde ich, glaube ich, eine Panikattacke bekommen. Aber sonst weiß ich nicht, Digga. Ist eigentlich jeden Podcast so, dass ich da sitze und Panikattacken habe. Krass, in jedem Podcast. Ich habe Bin echt gespannt. nach dem einen Video gesagt, wo ich gesagt habe, diese Sache mit dem Perfektionismus und wie es mir geht und so. Ich habe so ein Video gemacht vor, glaube ich, ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, wie es mir geht. Und ich habe. Eine Panikattacke ist eine plötzliche und sehr starke Angstreaktion, die sich auch körperlich äußert. Die Angst, etwa die Kontrolle zu verlieren oder zu sterben, wird immer stärker, erreicht nach einigen Minuten ihren Höhepunkt und klingt dann meistens von selbst wieder ab. Okay, krass. Krass, krass, krass. In meinem Leben immer Ängste gehabt, aber meine Devise in meinem Leben war immer, ich stelle mich meinen Ängsten und Ist das die größte Angst, die du dir vorstellen kannst? Es gibt Sachen, die sind unkontrollierbar. Wie zum Beispiel, wenn irgendjemand von uns geht, ne? Wegen einer Krankheit oder irgendwas, die unkontrollierbar sind. Das sind für mich aber dann, da würde ich keine Panikattacke bekommen, weil ich kann dagegen eh nichts tun. So. Aber so Sachen, keine Ahnung, Alter. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Simon XO, danke fürs Abo. ich habe tatsächlich gesehen, dass es dafür so eine Art Begriff gibt. Das nennt sich so High Functioning Anxiety. Heißt, ich mache Sachen, ich stelle mich meinen Ängsten, aber ich habe trotzdem Schiss davor. Könnt ihr euch so vorstellen wie, keine Ahnung, jetzt, ich rede hier Lorenz hinter der Kamera, ich rede mit ihm, habe ein Gespräch mit ihm und danach frage ich mich, ey, habe ich das gerade dumm zu ihm gesagt? War ich gerade unkorrekt zu ihm oder dies oder das? Ich meine, du kennst das aus unseren Gesprächen, dass ich häufig nachfrage nochmal. Simon, danke für 5 Abos an die Community. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf er jetzt langsam hier hinaus will. Danke dir, Simon. Killer. Ob ich irgendwie mich, ich suche mir da so ein bisschen wie, deswegen klinge ich manchmal auch rechtfertigend oder so, weil ich da eben diese Sorgen habe, diese krassen Zweifel. Und ich habe diese Zweifel im Podcast, ich habe diese Zweifel im Training, ich habe diese Zweifel in der Arbeit, ich habe diese Zweifel und so weiter. Und ich habe halt jetzt die letzten 3 Jahre, ich sag mal so, mit ein paar von euch kann ich das durchscheinen lassen. Ich erzähle es, aber ich erzähle es immer aus so einer Position der Stärke raus. Ah, ich hatte heute wieder 2 Panikattacken. Ha, 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 ha. So mäßig. Und deswegen wirke ich vielleicht auch manchmal ein bisschen roboterhaft, weil ich halt sage, okay. Ob Tim bei einem Arzt war, weiß ich noch nicht. Vielleicht erwähnt er das ja gleich im Video. Ich habe diese Probleme, habe hier aber, sage ich mal, eine Familie von 50 Menschen, um die ich mich kümmern muss, für die ich stark sein muss, für die ich gerade stehen muss. Und wenn ich nicht dran glaube, dann wer dann? Alle gucken mäßig zu mir und zu Nico, wenn irgendwas ist. Und in dem Podcast, ich sag's euch, es ist so, ich habe krass, und das ist das Paradoxe, das ist so ein bisschen, könnte ich vorstellen, wie jemand. Will knallt auch Abos raus, 5 Stück an die Community. Mit insgesamt 142, Digga. Vielen Dank, Will. Der schüchtern ist aber laut.
So. Heißt, ich bin an sich sehr introvertiert, aber ich habe kein Problem damit, laut zu sein. Das Problem ist nur die Selbstzweifel, die halt davor und danach kommen. Das, ey Tim, das hast du super dumm gesagt. Ey, hier wirkst du so, hier wirkst du so. Hat Rin schön gesagt in diesem Podcast, ey Bro, hör auf, dir so viel Gedanken zu machen, wie du wirkst, schon alles in Ordnung. Und ich habe bei dem Podcast jetzt gesagt, ich produziere vor. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr 3 Monate in Vorproduktion. Ich hatte so ähnliche Situationen, aber jetzt nicht als Panikattacke, sondern einfach nur, wo ich mir nach einem Videodreh gedacht habe, okay, du hast scheiße performt, Digga. Du hast die Fragen falsch gestellt, schlecht gestellt. Du hast dem, was ganz schlimm war am Anfang, zu Beginn, es geht jetzt um die reinen Verhörfolgen, die auch alle durch die Decke gehen, die meisten. Wo ich mir dachte, ey, fuck, du hast den nicht richtig aussprechen lassen, ich hast dazwischen gegrätscht. Aber da ist auch irgendwann so eine Routine reingekommen, je öfter man so etwas macht, vor allem so Interviews führen oder Reportertätigkeiten, umso besser hat man das irgendwann mal drauf. Ne? Und ich habe niemals eine Schule, ein Studium oder sonst was besucht, was sich in diesem Bereich spezialisiert. Ich mache das immer einfach Freestyle, Digga. Ne? Wir denken uns da die Fragen aus und dann rein damit. Schlechtes Gewissen, ja. Michael, danke fürs Prime-Up. Aber das war jetzt keine Panikattacke bei mir, ne? Keine Sorge, ich werde mir jetzt auch keine Pause nehmen oder so, weil ich sagen muss, dass dieses Konfrontieren meiner Ängste mir stark hilft. Also es ist auch eine krasse persönliche Weiterentwicklung, auch über die letzten 3 Jahre gewesen, die ganze Zeit konstant aus meiner Komfortzone zu steppen. Es ist aber so, wie ihr euch das vorstellen könnt, wie so eine Panikattacke anfühlt, ist halt, da es das erste Mal hat. So, jetzt wird's interessant. Körperlich war das so, ich habe quasi dann Herzrasen bekommen, ich habe so Skipping Heartbeats bekommen, das heißt sowieso Herzschläge, die so ausgesetzt sind, ich spüre das dann halt, ist auch normal, passiert mal. Und dann kriegst du halt das Gefühl, du stirbst. Ja, du hast, Junge, was? Das ist halt krasse Angst, dadurch geht deine Herzrate zum Beispiel weiter hoch, du fängst vielleicht auch an zu hyperventilieren oder hast davor auch hyperventiliert und dann gehen auf jeden Fall so eine Reihe physiologischer Signale werden in Gang gesetzt, dass du halt denkst, du stirbst. Krass, krass. Ja, sowieso, Freunde. Wenn jemand hier gerade zuschaut und solche Probleme hat, redet. Sei es mit eurem Partner, besten Freund oder sucht euch bei einem Arzt Hilfe oder Psychologen. Ganz, ganz wichtig. Vor allem bei sowas würde ich dann schon eher, es war Ernsteres, würde ich schon zu einem Psychologen gehen. Weil, wie der das hier schildert, Digga, dass du denkst, dass du stirbst, kann nicht cool sein, Alter. Ja, du hast recht. Viele Sachen. Psychische Krankheiten sind nicht zu unterschätzen, ja. Nicht nur gucken, wie es einem so geht, körperlich. Kopf muss auch funktionieren, Digga, sonst geht gar nichts mehr im Leben. Ganz, ganz wichtig. Und viele vernachlässigen das. Arbeiten zu viel, achten zu viel auf ihre Mitmenschen, nicht auf sich selber. Und dann genau durch so eine Scheiße, haben zu viel Stress, entsteht sowas, passiert sowas, ne? Und mittlerweile ist halt so, dass ich selbst bei Aufnahmen mit anderen Leuten manchmal auch in Meetings oder so halt sehr häufig diese Panikattacken halt habe. Und ich muss sagen, ich komme immer besser damit klar. Das, was so ein bisschen abgefuckt ist, die koevolutioniert so ein bisschen mit mir, bedeutet, am Anfang war es so, okay, ich dachte, ich habe jetzt einen Herzinfarkt oder ich, zum Beispiel die Körperregionen von mir sind taub geworden oder ich habe zum Beispiel nach dem Jacob Johnson Podcast bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich hatte halt auf einmal so eine heftige Migräne, habe halt auf einem Auge nichts mehr gesehen. Ey, Junge, der Arme, Alter. Und halt hier so Taubheit gehabt, halt krass, konnte halt kaum so das richtig bewegen. Und dann, ne, was denkst du? Du denkst halt so, habe ich jetzt einen Schlaganfall oder so. Und nicht, kriege ich jetzt mit, keine Ahnung, mit 27 meine erste Migräne mit Aura. Daran denkst du ja nicht, so in dem Moment. Ne? Weil es war schon sehr, sehr, sehr gottlos, weißt du. Ich hatte auch meine erste Migräne mit 29. Das war so schlimm, Alter, mit 29, als ich Covid hatte. Erste Migräne, das war Katastrophe. Ich habe mich noch nie so scheiße gefühlt in meinem Leben. Sehr confused und so. Und das ist dann halt so gewesen, dass ich einfach halt über die Podcasts hinweg schon sehr lange, also das ist jetzt echt regelmäßig und lange, ich spreche noch nicht so drüber, dass ich wirklich, also im Podcast sitze ich dann drin und dann ist es halt so, es gab eine Phase, da war ich vor allem wirklich sehr unsortiert und sehr, auch da wieder diese Zweifel kicken dann und so, weil ich beobachte mich ja selbst, mir fällt das alles auf, aber ich bin dort und ich habe den krassesten Schwindel überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich da unterbewusst hyperventiliere oder so, aber ich bin halt in der Aufnahme und alles dreht sich. Alles dreht sich. Also so wirklich so, dass ich halt da sitze gerade. Krass, müssen Sie dann cutten und kurz Pause machen und der muss das dann auch
Seinen Gästen vorher schildern oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Mit dem Gast rede und ich denke, mein Kopf wird gleich auf diesen Tisch klatschen und ich falle in Ohnmacht. Krass. Dann, ja, diese Herzinfarktnummer, Sachen taub werden und so. Und jetzt gerade ist es so, dass ich vor allem, das merkt ihr so in den letzten Aufnahmen, merkt ihr zum Beispiel, wenn ich mich so halt heftig ans Gesicht fasse oder an den Kopf oder so, ich krieg quasi im Gesicht halt Taubheit. Also so über den Kiefer, hier halt so seitlich. Und dann denkst du auch so, ah, spüre ich das jetzt, kann ich das bewegen und so. Dann mache ich so komische Gesichtsgrimassen, Kirmes, weil ich mir selber quasi mich immer selber kurz beruhigen will. Okay, Tim, du hast keinen Schlaganfall, du hast keinen Schlaganfall. Das hört sich jetzt alles sehr krass an. Weird an, vielleicht auch schwer für euch einzuordnen. Das sind auch viele selbstgemachte Probleme. Krass, der muss schlucken, Alter. Ist kurz vom Weinen, der Arme, ne? Guckt ihn euch mal an, Digga. Das ist nicht lustig. Das ist gerade krass. Druck, den man sich selber macht. Oh, krass, so habe ich den noch nie erlebt. Weil man muss sich auch die Sachen links und rechts davon angucken. Das ist ja nicht nur die Podcasts, die ich mache. Es ist auch Ola Kala, es ist auch MCI. Und sage ich mal, alles drumherum, was da noch ist, was echt schwierig ist, so easy zu erklären. Und ich will überhaupt nicht, ich will gar nicht rumheulen. Ich will auch gar nicht. Wieso schneidet der das nicht raus? Ich finde es auch okay, ist authentisch, soll er drin lassen. Wieso nicht? Zeigt halt seine Gefühle, wie er sich gerade fühlt. Und es ist gerade ein Video, was komplett über seine Gefühle, seine Psyche geht. Warum soll er das dann rausschneiden? Finde ich auch Schwachsinn. Soll er drin lassen, ist auch okay. Ich glaube einfach, der macht zu viel. Der macht zu viel, der arbeitet zu viel, der hat zu viel im Kopf. Und deswegen geht es dem so, wie es ihm gerade geht. Ich kenne das selber. Wenn man sich zu viele Ziele setzt und überall performen will und abliefern will und dann noch ein Video dreht und dies und du stehst in der Öffentlichkeit, Leute gucken auf dich, Leute zeigen auch mit dem Finger auf dich. Du willst perfekt sein, natürlich. Und wenn es zu viele Baustellen sind, noch irgendwelche Firmen führen und dies und das, Papierkram, das geht voll auf die Psyche, Digga. Kann ich mich beschweren über mein Leben? Ich will auch gar nicht darüber erzählen, wie hart mein Leben ist, wie viel ich zu tun habe oder irgendwie anzugeben, was ich hier habe und wie viele Dinge ich habe, weil ich bin unterm Strich bin ich privilegiert. Ich bin in einer privilegierten Situation und Position in meinem Leben, diese Art von Content zu machen, Sport zu machen, Ola Kala zu machen, MCI zu machen. Und mit so vielen tollen Leuten mich zu umgeben und von euch diese Unterstützung zu bekommen für diese Dinge, die ich tue. Und wenn jetzt hier ich als Junge sitzen würde. Boah, Digga, der Arme, Alter, das tut mir gerade richtig weh. Ich würde den gerne so umarmen, Alter. So, komm mal her, mein Junge. Komm mal her. Wir machen das schon. Wir fahren jetzt erstmal, fahren wir erstmal in Urlaub. Eine Woche. Komm. Der 13, 14 ist, sich fragt. Ist eh fake. Weißt du was, mein Lieber? Komm, verpiss dich raus hier, Alter. Ich kenne Tim zwar nicht, noch nie mit dem geredet, aber dieses ist eh fake, das ist asozial. Der Junge ist am Heulen vor der Kamera, verschwinde. Tschüss. Hört sich komisch an, auch in Deutschland, dass man solche Zeiten hat, dass man sich fragt, ist nächste Woche. Tut mir leid, dass ihr das gerade so. Ist es so, dass wenn du dich da als Kind fragst, okay, ist nächsten Monat der Kühlschrank voll? Was 50% vielleicht Realität ist, 50% Ängste und so weiter, die man so ein bisschen abpickt. Keine Ahnung, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, dass es auch sowas gibt in Deutschland. Dann sage ich euch, wie es ist, dann bin ich es mir selbst, meiner Familie, meinen Freunden schuldig. Nicht nur schuldig, sondern ich will es. Dann ziehe ich durch und dann mache ich das. Es ist nur so, dass ich manchmal vielleicht hinter meinen eigenen Erwartungen zurückbleibe. Ich Angst. Man darf auch nicht vergessen, was Tim für eine Vergangenheit hat. Ne? Der war einer der jüngsten, krassesten Fitness-Influencer damals. Auch wenn ich das völlig beschissen finde, diese Gym-Aesthetics-Kacke und. Aber wenn man seinen ganzen Werdegang betrachtet, ist es einfach fucking krass. Der Typ ist unfassbar, unfassbar erfolgreicher Unternehmer, hat seine eigenen Firmen, hat sein Brand, gibt Gas und ist noch sehr, sehr jung. Und
Digga, der hat doch gerade auch erwähnt, er ernährt quasi 50 Leute. Das ist krass, in dem Alter vor allem, als so ein junger Kerl, das ist heftig. Ich habe all diese Leute zu enttäuschen, dass ich vielleicht dann auch... Dadurch entsteht ja noch weiterer Druck, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Wenn ich gut genug bin, all diese Verantwortung zu tragen oder es zu schaffen. Es gibt einfach diese Phasen und Zeiten, die ich habe, wo ich selber nochmal zwei Schippen zulegen muss, den Rucksack, den ich trage, tragen zu können, damit ich Content machen kann, dass ich meine persönlichen Probleme daheim lassen kann und dass ich hier sitze und gescheit Podcast machen kann. Aber und alles, was ich halt, wie soll ich sagen, alles, was ich mir vornehme zu tun. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, was es für euch, den Podcast und so weiter bedeutet. Ich glaube, man kann das nicht isoliert betrachten. Für mich so, ich sag mal ehrlich, der Podcast läuft. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich mache geisteskrasse Erfahrungen und ich freue mich auch aufs nächste Tierlist-Video und generell auch mal so Videos zu machen, wo ich über meine Learnings aus Podcast erzähle. Weil ich bin wegen euch in der Lage, mit so vielen krassen Leuten mich zu connecten, mit denen zu reden, von denen zu lernen, mich auszutauschen und so weiter. Das ist wirklich crazy. Ich werde wahrscheinlich weiter... Da sieht man einfach, dass auch solche Leute, sei es YouTuber, Streamer oder sonst was, einfach einen heftigen Druck auf sich haben. Digga, extrem. Ich schwör's dir, extrem. Soll ich euch was sagen, wie das bei mir ist? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Manchmal liege ich abends im Bett... Und ich bin ehrlich zu euch, natürlich hat sich mein Leben etwas verändert, seitdem ich nur noch das mache und raus bin aus der Firma. Ist ja klar, ist ja normal. Aber ich liege oft abends im Bett und denke mir so, okay, du machst jetzt, bist jetzt fast seit 2 Jahren komplett selbstständig mit dem Business hier. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich mir nie wieder vorstellen könnte, nie wieder für so einen Lohn, den ich früher hatte, 3 Schicht zur Arbeit mit Nachtschicht, Zulagen, dies, das und früh, spät, so eine Geschichte. Und ich denke mir so, ey, okay, Digga, ich liege manchmal im Bett und denke mir so, es kann von jetzt auf gleich alles vorbei sein am nächsten Tag. Ein falsches Video, ein falscher Satz oder keine Ahnung was, es ist vorbei. Ihr wisst, wie das im Internet abläuft. Das geht ratzfatz. Und ich verstehe diesen Druck, den man hat, vollkommen. Der ist extrem. Auch so, wenn man mal... Du hast automatisch Druck. Du lädst ein YouTube-Video hoch, bam, du hast so eine App, Analytics heißt die, bam, hast direkt ein Ranking. Nach einer Stunde zeigt er dir, wie wurde das Video gerankt von den letzten 10 Videos. 1 von 10 ist zum Beispiel das beste Video seit 10 der letzten 10 Videos. 10 von 10 ist das schlechteste Video. Es gab Zeiten, da waren die 4, 5 Videos hintereinander, 10 von 10. Da sitzt du auch, denkst dir, ey, fuck, ich mache keine Aufrufe mehr. Beschissen, läuft nicht mehr. Ne? Dann gibt es aber auch Situationen, dann machst du Videos, dann sind 3 Videos hintereinander eine 1 von 10. Aber du machst dir halt natürlich den Druck, weil du weißt, jederzeit könnte es vorbei sein. So richtig schnell. Da ist nichts mit, ich krieg erstmal eine Abmahnung, dann noch eine zweite Abmahnung und dann werde ich erst gekündigt. Wenn du Scheiße baust oder nicht performst, nicht ablieferst, kannst du morgen weg sein vom Fenster. Deswegen checke ich das vollkommen. Ich werde Panikattacken haben, auch im nächsten Podcast. Also wird wahrscheinlich so sein. Wenn nicht, dann ist es schön. Ich glaube, dass mir das auch jetzt hilft, weil ich weiß, wenn ich eine habe, dass man das versteht. Und ich glaube, das nimmt schon mal 50% Druck von den Schultern, einfach darüber zu sprechen. Das ist einer der Gründe, wieso ich das Video mache. Elektrolyte und NAC und Glutamin würde ich nehmen. Und Vitamin C. Ansonsten, was vielleicht eine kleine Drucksituation ist, zusätzlich auch für die Podcasts, ist, dass man, dass ich jetzt das letzte halbe Jahr nicht wirklich Geld damit verdient habe. Also im Endeffekt ist es so, für mich ist es im Moment so, dass ich quasi mit einer Folge mehr Produktionskosten habe, als ich reinspiele durch Werbungen und Co. Was für mich in Ordnung ist, was wir Gott sei Dank abfedern können, dadurch, dass wir zum Beispiel sowas machen wie Ola Kala. Aber es ist für mich natürlich auch nochmal einfach zusätzlicher Druck, sage ich euch ehrlich. Und ich will auch einfach da, dass sich solche Sachen in sich selbst tragen,
einfach weil ich mir selber beweisen will, aber das ist auch ein Druckpunkt tatsächlich. Ich will nie so kommen mit finanziellem und so, aber ein Pott, es ist halt nicht so, die Kostenrechnung ist ja nicht jetzt, ich fahre einen AMG oder und ich, jetzt muss ich den tanken und bezahlen, sondern das sind Leute, die den schneiden müssen, Shorts, die gemacht werden müssen. Das Schlimmste an der Selbstständigkeit ist, dass man keinen gelben Zettel mehr bekommt, ja, so ungefähr, Digga. Julia, die die Redaktion macht und die Gäste holt, die Gäste, die dann mal auch vielleicht sagen, ey, wie ist es mit Unterkunft und Travel oder wie ist es mit, da muss auch noch geschnitten und gefilmt werden und so weiter und so fort. Also es hat auf jeden Fall einen Rattenschwanz und ist auch halt nicht so einfach. Und dann hast du halt da auch deine Ängste, dass du scheiterst, dass du es schlecht machst, dass du und so weiter. Und gleichzeitig hast du eigentlich noch zwei weitere Fulltime-Jobs und eigentlich ist halt YouTube alleine ein Fulltime-Job. Das Ding ist folgendes, also ich war jetzt auch beim Arzt, also ich habe auch so diese organischen Sachen abklären lassen, also jetzt keine Sorge, da bin ich Hypochonder genug, das abchecken zu lassen, da auch danke an die Leute, die mich angeguckt haben. Die Sache ist folgende, also jetzt dieses Video, eigentlich bin jetzt hier nicht großartig rein mit, ich verfolge ein Ziel oder so, aber ihr als Zuschauer, ihr wollt vielleicht auch eine kleine Conclusion haben. Ich habe das Video jetzt nicht gemacht, dass ich jetzt irgendwie eine Podcast-Pause ankündige oder ich bin jetzt weg von YouTube, eigentlich im Gegenteil für mich. Ich glaube, das Video, dass er darüber offen kommuniziert und es kein Geheimnis mehr ist mit seiner Community und seinen Fans, hat ihm auch ordentlich gut getan. Safe. Ich habe mehr Lust auf YouTube, weil ich merke, dass wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke habe und diesen Disconnect zu euch fühle, dass es mir damit einfach nicht gut geht. Ich sitze manchmal in dem Podcast drin und dann habe ich die Angst, nicht verstanden zu sein, weil ich selber, einerseits ist nicht der Raum, mit dem Gast darüber zu reden, außer es ist vielleicht jetzt ein Homie oder irgendwas, wo das jetzt reinpasst. Andererseits, beim Spaziergang-Ding mit Nico passt dann vielleicht auch nicht rein und ich merke einfach, ey, ich brauche diese Formate wie das hier, ob es ein Q&A ist, ob es einfach mal sich hinsetzen, reden ist. Ich brauche das für meinen persönlichen Seelenfrieden, einfach um vielleicht auch nur die Illusion zu haben, verstanden zu sein, um einmal das zu sagen, was ich... Ich habe schon viele Podcasts von ihm angeguckt. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen so perfektionistisch veranlagt vielleicht, weil es ist mir noch nie aufgefallen, dass ich den irgendwie noch nie verstanden habe oder dem nicht folgen konnte oder so. Überhaupt nicht. Ich denke, um das zu sagen, was ich fühle, weil dann auch der Podcast besser wird. Weil wenn, ich sag's mal ehrlich, wenn mir das auch nur 1% von dem Druck wegnimmt, den ich habe, wenn ich da bin und diese komischen Panikattacken habe, Lorenz hat es mir auch gerade gesagt, Tim, ich sag dir ehrlich, ich habe das nie gemerkt, außer du hast mir erzählt, aber selbst dann merkt man es nicht, wenn du es hast. Ich habe ja. Na, das, was ich gesagt habe. Chat, glaubt ihr, nach jeder schlimmen Phase eine gute folgt? Safe, Digga. Nach jedem Regensturm kommt auch irgendwann der Sonnenschein. Immer, natürlich. Es kann nicht nur Scheiße laufen. Nein. Ich habe ja auch Wege gefunden, das halt zu verstecken. Also, das merkt ja keiner. Und wenn ich sage, ich hatte eine Panikattacke, mache ich mich lustig drüber. Dann sage ich so, hahaha, ja, ich hatte zwei Panikattacken oder ich hatte eine Panikattacke und so weiter. Aber andererseits, klar, ist auch traurig. Ist auch traurig, dass ich irgendwie gefühlt sicherlich hunderte Panikattacken in meinem Leben hatte. Es ist krass. Hier. Und ich erzähle es gerade auch schon so, als wäre das so ein halber Joke und ein halber Stolz, was noch trauriger ist. Aber ich kann euch hier, ja... was das angeht, kann ich euch jetzt, ich kann euch keine Lösung sagen. Also ich kann euch jetzt nicht als Zuschauer das sagen, ey, so habe ich meine Panikattacke in den Griff bekommen. Und ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen teilen und ihr könnt auch gerne kommen und sagen, ey, das und das hat mir geholfen oder ich hatte das und das und ich appreciate das geisteskrank. Auch Kommentare, ich appreciate die geisteskrank und ich bin unfassbar dankbar für dieses eine Video, als ich da über meine Probleme gesprochen habe, über die ganzen Kommentare. Ich lese die teilweise, habe ich die vor ein paar Tagen nochmal gelesen und so, wenn ich so wirklich tiefe, leere Momente habe, dann komme ich da zurück und über mein... Ja, machst tun vor Wachstum, da gebe ich dir recht. Als ich noch meinen Dr. Holiday hatte, bin ich mal dahingegangen und habe gesagt, so, ich plane in naher Zukunft zu kündigen, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, kannst du mich bitte krank schreiben? Sag einfach, also mach mal so lange, so ein paar Wochen, mach mal auf Kopf, mach mal auf Psyche. Dann sagt er, bist du dir sicher, das wird vermerkt, dass du auf psychische Krankheit eine AU bekommst. Das wird irgendwo notiert, irgendwo vermerkt. Ich habe gesagt, weißt du was, komm, mach, schreib. Dann war ich erstmal ganz, ganz lange außer Gefecht am Game. Den Arbeitgeber verrate ich nicht und den Dr. Holiday auch nicht. Ist verjährt, lass mich in Ruhe. Meine anderen psychischen Probleme, von denen ich auch noch welche habe, kann ich in anderen Videos gerne darüber sprechen, wenn ihr das möchtet.
auch vollkommen offen. Ihr könnt alle Fragen stellen, ich beantworte alles. Ihr habt auch unten in der Beschreibung einen Link zu einem Q&A, wo ihr alle möglichen Fragen stellen könnt. Da können wir so viele Q&A-Folgen aufnehmen, wie ihr wollt. Ich rede über all diese Sachen offen. Sorry, vorhin, dass ich ständig am Gehen bin. Ich bin ausgeschlafen. Ich habe gerade noch gepennt, eine Stunde, aber ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich war mit meiner Oma unterwegs heute. Ich musste dir helfen. Aber ich bin nicht gerade in einer Phase, wo ich unbedingt jetzt den perfekten Ratschlag brauche. Und ich sage euch ehrlich, tief in mir drin weiß ich auch, was die Lösung ist dafür. Aber davor habe ich noch ein paar Dinge zu erledigen. Und so lange halte ich durch. So lange ziehe ich durch. Und dieser Weg, ich kann dem keinen normalen Menschen empfehlen. Das, was ich mache, macht das nicht nach. Aber ich werde weiter durchziehen. Und ich werde, wie soll ich sagen, ich merke, dass ich wachse daran. Also, ich wollte auch gerade sagen, der ist so fucking reif geworden, weil ich habe den lange, lange, lange nicht auf dem Schirm gehabt, sondern damals von den GA-Zeiten mit Karl. Und jetzt sitzt hier so ein, man kann sagen, gestandener Mann und erzählt über seine psychischen Probleme. Das ist krass. Ich habe den ganz anders in Erinnerung. Ich habe den voll lang gar nicht mehr beobachtet. Ich habe erst so ein bisschen seit einem halben Jahr, ja, habe ich den wieder auf dem Schirm. Wie alt ist Tim? Chat. Weiß einer das genaue Alter? Mitte 20 irgendwo, oder? Persönlich wahrscheinlich in den letzten Jahren. Mitte, Ende 20, würde ich sagen. Das krasseste Wachstum hingelegt, was ich in meinem Leben hatte. Und ich bin sehr stolz drauf. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das jetzt hoffentlich in ein paar weiteren Videos, diese Erfahrungen mit euch teilen kann und vielleicht dem einen oder anderen von euch auch helfen kann. Und hier will ich mich bei Thomas bedanken, weil der hat es einmal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, Tim, du hast diese komische Angewohnheit. 27, okay. Dass wenn du ein Problem hast, du weggehst, bis du das Problem gelöst hast und dann kommst du zurück und dann redest du über das Problem, aber du hast auch direkt die Lösung parat und man sieht diesen Zwischenschritt, wie du leidest nicht. Und wie du vielleicht halt, keine Ahnung, wo du halt nicht die Lösung hast, wie du es nicht hinkriegst. Deswegen, vielleicht kriegen wir es zusammen hin. Hört sich sehr cheesy an, aber ja, ich will, vielleicht macht es auch mal Mut, jemanden in seiner Phase zu sehen, wo er wirklich auch gefühlt, sag ich mal, am Arsch ist und dann mit euch spricht. Vielleicht da auch ein bisschen Motivation abzuholen, als wenn ich jetzt komme und sage, ah, Freunde, jetzt, ich hatte mal Panik. Eine Pause wäre wohl sinnvoll. Das Ding ist, in diesem Business tut eine Pause vielleicht für dich gut, aber für deine Karriere absolut nicht. Selbst eine Pause von 2-3 Wochen ist schon völliger Scheiß. Weil du musst, oder du hast so viel vorgeleistet, vorgearbeitet, dass du dir so eine lange Pause gönnen kannst. Ich werde dieses Jahr auch safe eine Pause machen von 2 Wochen, wo ich mich verpisse und wirklich mal 2 Wochen Urlaub mache. Und gar kein Stream, kein Video, nix, kein Handy. Stories, okay, vielleicht zeige ich mal ein paar Sachen vom Urlaub. Das ist ja nicht schlimm. Aber wirklich mal 2 Wochen gar nichts und den Kopf mal wirklich resetten und das Handy auch ein bisschen mal beiseite zu legen. Attacken und. Man muss als Influencer oder Streamer immer performen. Ja, so ist es. So habe ich sie gelöst. Und die sind jetzt weg. Ja. Bei so einem Monte tut das nicht weh, der kann auch eine Jahrpause machen, glaube ich nicht. Ein Jahr wäre für Montana Black, wenn er zurückkommt, wäre er nicht auf demselben Level wie vorher. Also, falls euch unten in der Beschreibung ist ein Link, da könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich freue mich auf die Fragen, ehrlich, und vielen, vielen Dank, ehrlich. Ich habe eins dieser 4 Videos, was ich aufgenommen habe, war eins, glaube ich, die Hälfte war nur, ich habe mich 20 Minuten lang bedankt bei euch. Das erspare ich euch jetzt, aber ja, danke, dass ihr mich in die Situation und die Position gebracht habt, in der ich bin, für die großartigen, krassen Sachen, die ich machen kann. Danke, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Ich hoffe, so wie ich hoffe, dass ich, Jetzt gibt es zum Schluss nochmal einen sentimentalen. Schade, ich dachte, es ist vorbei. Es ist schwer für mich, sowas zu gucken. Ich hoffe, dass ich eines Tages hinkriege, das rüberzubringen. Ja, wie dankbar ich bin. Danke. Krass. Das war echt ein Video, was unter die Haut ging.
es tut mir den wirklich sehr, sehr leid, so zu sehen in so einer Verfassung. Der Junge braucht auf jeden Fall dringend Hilfe oder muss wirklich mal ein, zwei Gänge runterfahren und mal ein bisschen pausieren, weil das ist Käse. Das geht auf lange Sicht so nicht gut und ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel Gesundheit, eine gute Besserung, dass er sich schnell wieder fängt, weil wenn der Kopf kaputt ist, die Psyche kaputt ist, Digga, dann läuft gar nichts mehr. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.